Das Böse droht, die Galaxis zu verzehren. Der brutale Angriff des Sith-Imperiums hat den Jedi-Tempel zerstört und die Verteidiger der Republik im letzten Krieg ins Exil getrieben. Es tut mir leid, ich muss euch das vorlesen, damit das Video nicht gesperrt wird. Ein zerbrechlicher Frieden wurde ausgehandelt um die Jedi und die Jedi sind auf ihrem langen Weg verlassene Heimatwelt Tython zurückgekehrt, um sich neu zu formieren und ihre Ursprünge zu erkunden. Jetzt durchstreift ein weiser junger Padawan die Ruinen in den Bergen Tythons mit der gefährlichen Aufgabe, die Jedi-Prüfung abzuschließen und die Mysterien der Macht zu meistern. Ja, das ist der Prolog. Tut mir leid, dass ich das jetzt für euch vorlesen musste. Ich bin auch überhaupt kein Fan von, wenn mir im Prolog dazwischen gelabert wird. Aber sonst könnte ich einige Copyright-Probleme bekommen durch den Audiotitel von Star Wars. Das ist mir nämlich schon mal passiert. Und das möchte ich notgedrungen vermeiden. Ja. Das ist jetzt der offiziell erste Part zu Let's Play, in Anführungsstrichen, Star Wars The Old Republic, wo das Spiel richtig beginnt. Im Part 00 haben wir den Charakter erstellt. Und ja, schauen wir uns doch mal diese epische Videosequenz an. Alles klar. Leertaste zum Fortfahren drücken. Du kannst mit der Escape-Taste ein Gespräch zwischenzeitlich verlassen. Klicke auf den Missionsgeber in der Nähe, um die Unterhaltung von vorne zu beginnen. Alles klar. Wir werden anscheinend den Umgang mit der Macht gelehrt. Und da sind wir. Wunderbar. Einfach geil. Es ist einfach Star Wars. Besser als jedes andere MMORPG. Einfach weil es Star Wars ist. Ah, Padawan. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Zio Bakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Tython. Tython, okay. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Ich freue mich, hier zu sein. Zu sehen, wo die ersten Jedi wandeln. Zu trainieren, wo sie es taten, ist eine große Ehre. So eifrig. Eure neue Meisterin kommt sicher gut mit euch aus. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht hattet. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Wie oft das jetzt gesagt wird. Eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuan ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Tython, um euch auszubilden. Eine Ausgrabung? Ist Meisterin Yuan Archäologin? Sozusagen. Vergesst als ihr Padawan niemals eure Grundausbildung oder den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Das ist... Yuan, da seid ihr ja endlich. Der Jedi-Kodex. Du bist also eingetroffen, mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Ich bin bereit. Zu euren Diensten, Meisterin. Tython ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Leer-Hologramme, doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aha. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit Neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Fleischräuber? Fleischräuber sind mir nicht bekannt. Die Fleischräuber stammen von Tython. Wilde Kannibalen, die alles und jeden zerstören.
Auch die Hologrammprojektoren. Kampftruppen treiben die Fleischräuber zurück, aber die Bergung der Hologramme wird deine erste Aufgabe sein. Aha. Nein, Yuon setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus, auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit 4 Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler brauchen Herausforderungen. Das sehe ich anders, das ist gefährlich. Nein. Gut, ihr kennt meinen Wert. Ja, natürlich, wenn sie weiß, wie gut ich bin. Gut, dass ihr meine Fähigkeiten mit dem nötigen Respekt bedenkt. Stolz ist keine Jedi-Tugend, Padawan. Bei mir schon. Überheblichkeit auch nicht. Die Hologramme sind in den Nards. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Danke Wenn sehr. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Alles klar, damit haben wir unsere erste Quest erhalten. Nimm Taxi in die Galaxis. Okay, und wir können uns zum ersten Mal frei bewegen. Hier sind einige andere Spieler, die alle schon mit dabei sind. Schauen wir erstmal die Einstellung. Und zwar möchte ich die Steuerung hier erstmal anschauen. Zielbemessung aufs Gelände, bla bla bla. Namensschilder. Eigenes Namensschild. Dann wird da immer über mir mein Charaktername angezeigt, oder wie? Ja. Ja, das gefällt mir. Das möchte ich sehen. Und Grafik, genau. Das möchte ich mir noch einmal anschauen. Wieso kannte ich keinen Anti-Aliasing benutzen? Das gefällt mir nicht. Da leider... Es tut mir wirklich leid, aber... ich glaube, das ist in Richtung besser. Schattenqualität, dass sie besonders hoch ist. Entweder ist sie jetzt besonders schlecht oder besonders gut. Unterschied? Naja, der Schatten ist wirklich... allgemein die Grafik in diesem Spiel ist alles andere als gut. Ach du Scheiße, hier sind aber einige Leute. Ich habe mich mit Absicht Floyd genannt und nicht Feli. Nicht, dass mich jetzt irgendjemand hier erkennt. So, ich werde jetzt zu unserem TeamSpeak-Server gehen und dann werden wir einfach mal schauen, was meine anderen Leute so machen und dann werden wir zu das Together-Projekt starten. Also wir sehen uns dann gleich. Bis dahin, euer Felix. So, hey Leute, da bin ich wieder und ja, wir sind zurück bei Star Wars The Old Republic. Brian und Marlon und Martin spielen leider ganz andere Klassen. Das habe ich ganz vergessen, dass wir nicht alle dasselbe Startgebiet haben. Und ich habe jetzt schon mal das Taxi in Richtung... den nächsten Schauplatz genommen, wo hier jetzt schon ordentlich geschnetzelt wird, weil einfach alle in den ersten Leveln sind. Hier überliegen schon diese... Wie hießen die? Fleischräuber? Jawohl, Fleischräuber. Die alle schon Stufe 2 sind und anscheinend müssen wir hier jetzt die ersten Kämpfe schon austragen. Ich muss jetzt nur ein paar von diesen Viechern suchen, da hier halt schon ordentlich durchgewurstet wird. Und das ist ja unsere erste Aufgabe, dass wir ein paar von diesen Fleischräubern töten. So, Fleischräuberjäger. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Probieren wir das doch einfach mal. Ja, anscheinend schon. Bom. Okay, ich muss natürlich erstmal mit den ganzen Fähigkeiten zurechtkommen. Denn ich bin zugegebenermaßen... Okay, hier kriegen wir Credits. Alles sehen. Ich muss erstmal dazu sagen, dass ich, was MMORPGs angeht, ein totaler Low bin. Also ich bin wirklich so schlecht. Ich drücke hier sogar noch die Maustaste. Normalerweise macht man das ja alles Zahlen. Ich regeneriere mich nochmal kurz ein bisschen und dann können wir weitergehen. Wieder ordentlich geschnetzelt. Bom. Also grafisch auf jeden Fall alles andere als umwerfend, aber ich denke mal und hoffe mal, dass der Spielspaß hier trotzdem vorhanden sein wird. Bis jetzt ist es wirklich interessant, vor allem wenn wir mit mehreren Leuten zusammenspielen, wird das glaube ich echt was Feines. Aber hier scheinen gar keine Fleischschrauber mehr zu sein, hier ist schon wieder alles abgefarmt. Da vorne ist aber noch was. Oh, hier sind sogar Fliegenviecher. Die komme ich aber nicht ran.
Bom. Okay. Wunderbar. So, jetzt, ich habe ganz vergessen, diese Viecher. Weiß ich nicht, kann ich mir die irgendwie angucken auch, oder? Eher nicht, eher nicht. Schauen wir mal. Können wir die hier angreifen? Fleisch. Ja, können wir auch. Okay. Flügelschlundplünderer, so heißen sie. Also bei WoW war es ja so, dass man die einfach mit sich mit Rechtsklick angucken kann, aber hier anscheinend nicht. Oh, was ist denn das? Diese Katze. Okay, okay, das sieht jetzt schon ein bisschen schlechter aus für mich. Aber ich bin ein Jedi, mir macht sowas nichts. Stufe 2, jawoll! Aha, aha, okay, also die kann ich mir angucken. Alles nehmen. Meditieren wir nochmal eine kurze Runde, damit wir uns ein wenig regenerieren. Das ist aber nicht unser... Ach doch, da, jetzt... Ach so, wir sind schon wieder voll, oder wie? Ja, okay, alles klar, cool. So, hier sind schon wieder... Oh, hier können wir was looten. Das freut mich natürlich. Eins... Nummer 2 ist auch schon weg. Und jetzt haben wir auch Nummer 3. Aha. Was ist denn das Grüne? Ist das was Cooleres? Ein Abzeichen, das deine Leistung würdigt. Okay, ja, ich nehme erstmal alles mit. Und auch nochmal alles mitnehmen. Hier können wir auch nochmal angucken. Und nehmen wir auch nochmal alles mit. So, Stufenaufstieg. Schauen wir doch mal kurz. Glückwunsch, du hast eine neue Stufe erreicht. Deine Gesundheit und einige deiner Kernattribute wurden erhöht. Du solltest nun leichter gegen einen hochstufigen Gegner kämpfen können. Such einen Klassenausbilder auf, um deine Fähigkeiten zu erlernen. Okay, das Inventar öffnen. Du hast einen Gegenstand aufgenommen. Er befindet sich nun in deinem Inventar. Klicke mit der linken Maustaste auf den Inventarschaltfläche, um den Bildschirmrand zum Inventarfenster zu öffnen. Okay, ja. Gegner angreifen, das ist mir klar. Spieler und Gruppen brauche ich jetzt noch nicht. Taxis hatten wir gerade schon und plündern mit Rechtsklick, das ist was ganz Neues. Okay, schauen wir mal kurz in unser Inventar mit I, wie immer. Einfaches Medipack, okay, da haben wir ein Medipack. Ist nicht voll Nutzen, aber kann an einen Händler verkauft werden. Okay, kann ich auch verkaufen und kann ich auch verkaufen. Q ist wahrscheinlich unser Questlog. Ne, Q ist nach links laufen. Schauen wir mal kurz. Spielmenü, Gilden brauchen wir auch noch nicht. Öffnet das Sozialfenster, was ist denn das? Okay, ach so, meine Freunde, alles klar. Missionslogbuch, so heißt das hier. Der Weg eines Jedi. Ja, das ist jetzt meine erste Quest, oder wie? Anscheinend schon. Du bist auf Tython, oder wie sie das ausgesprochen haben, der alten Heimatwelt der Jedi eingetroffen. Da der Rat der Jedi großes Potenzial in dir sieht, natürlich wie in jedem anderen auch, hat man dich als Padawan der angesehenen Meisterin Yuan Par unterstellt. Die hat aber viele Padawane. Leider ist dies ein schwieriger Zeitpunkt. Die Ureinwohner Tythons, die Fleischräuber, sind in die Gnarls eingefallen, wo einige alte Leerhologame entdeckt wurden. Meisterin, bla bla bla, okay, ich werde angegriffen. Schwierige Katze. Nervt mich. Okay. Warum werde ich einfach angegriffen? Schleimiges Fleisch, ja, das möchte ich mitnehmen. Schauen wir nochmal kurz in unser Logbuch. Nein, das war falsch. Sozialfenster, wie hieß denn das? Missionslogbuch auf L. Aufgaben, ja. Birg das Südwest-Hologramm. Wird mir dann auf der Karte angezeigt, wo ich hin muss? Anscheinend nicht. Nicht weiter verfolgen. Kodex, wichtige Personen, Spielregeln, Schauplätze. Hier gibt es so viele Sachen. Ja, natürlich. Viele Leute werden wahrscheinlich dieses Spiel auch schon gespielt haben und denken sich dann, hö, was macht der jetzt hier? Aber ich bin leider wirklich so unglaublich schlecht in diesen Spielen. Und da geht's zu einem Fleischräuberkäfig, Floyds Ort. Verkleinern wir mal die Karte. Fleischräuberkäfig. Anscheinend, da laufen auch gerade alle hin,
von den Leuten, die hier mit auf dem Server sind. Eventuell kann ich da ja irgendwas bergen. Oder mal schauen.